So Leute, wir sind jetzt angekommen hier in Altach nach einer sehr langen Auswärtsfahrt. Weggefahren sind wir um 9, jetzt ist es 5:45 am Nachmittag, also war sehr ausgiebig, aber eben angekommen, Karten sind auch in der Tasche und ja, jetzt haben wir ja ein bisschen Zeit, die Ortschaft zu erkunden und eben das Gebiet hier rund ums Stadion und naja, ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach nach dem Spiel, also. Bis dann. Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der LANZ-TV. Und unser SK Sturm hat soeben 2:1 in Altach gewinnen können. Ah, einfach geil. Wirklich, die Mannschaft hat Moral ohne Ende. Das ist schon langsam unheimlich, das Ganze. Unsere Blackies zu Beginn den Anfang verschlafen. Die ersten 20 Minuten Alter für mich dominanter. Hat den Ball gut laufen lassen. Wir haben uns sehr, sehr schwer getan und sind dann auch nach einer Viertelstunde bereits in Rückstand geraten. Nachdem sich Lienhardt über rechts durchtankt, flankte den Ball herein. Und dann ist es Grbic, bin mir gerade nicht sicher, wie die Nummer 8 von Alter heißt. Auf jeden Fall köpfelt er den dann schön ins Tor. Danke. Schön ins Tor und trifft dann ja, zum 1:0 für die Altacher. Zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient. Unsere Blackies danach ein klein wenig bemühter nach vor, aber es ging nicht wirklich was Konstruktives im ersten Durchgang. Und ja, jetzt müssen wir gratulieren, Gadono. Dankeschön. Dankeschön. Moment. Die zweite Halbzeit war sehr gut. Ja, danke. Danke. Gratuliere. Dankeschön. Also ihr seht hier alles live natürlich. Und wie gesagt, damit ging es eben auch mit dem 1:0 für Altach in die Kabine. Im zweiten Durchgang. Danke. Im zweiten Durchgang dann aber unsere Blackies durchaus bemühter. Es ging nur einfach lange Zeit nichts. Man hat es probiert, ein Schuss von Schul, der knapp daneben ging. Da kam aber einfach nicht wirklich was richtig Gefährliches. Aber dann in der Schlussphase unsere Jungs dann wirklich aufgedreht. SC9 in die Partie gekommen und der hat im Endeffekt dann auch zusammen mit Marc-André Schmerböck, der nach langer Verletzungsserie eigentlich jetzt wieder sein Comeback gefeiert hat. Und ja, Sturm macht ihm dann am Ende noch 2 Tore, zunächst das 1:1, das war so knapp vor der 80. Minute herum, Sturm über die linke Seite, Essé mit der Hereingabe und dann steht Zulechner am langen Pfosten und trifft dann eben ins Eck zum 1:1 Ausgleich, wahnsinniger Jubel natürlich und ich habe mich ehrlich gesagt dann nach dem 1:1 kurz geärgert, weil ich gesehen habe, dass Schubert ins Spiel kommen sollte, nach dem Ausgleichstreffer ging Foda dann von dieser Wechseltaktik ab und brachte Lovric stattdessen, also man wollte anscheinend das 1:1 verteidigen, nur hat die Mannschaft da nicht mitgemacht und hat das 2:1 dann trotzdem erzielt und der Torschütze Essay, sein erstes Tor im schwarz-weißen Dress, eben das 1:1 eingeleitet und dann trifft er so in Minute 87, 88, bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall ganz knapp vor Ende zum 2:1 Siegestreffer für unsere Blackies, Schmerböck mit der Hereingabe und Essay steht dann goldrichtig und trifft dann zum Siegestreffer für unseren SK Sturm Graz. Damit, ja, Sturm weiterhin auf der Siegestraße, dritter Sieg in Serie. Die Mannschaft ist einfach geil und mein Weihnachtswunsch ist ganz ehrlich, einfach die Mannschaft so zusammenhalten. Den Trainer, okay, den kann man nicht halten, aber die Mannschaft muss zusammenbleiben. Das, wie gesagt, mein ganz großer Weihnachtswunsch an dieser Stelle. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei LANZ-TV. Und ja, ich wünsche natürlich allen, die hier in Altach mitgefahren sind, eine gute Heimreise. Und ich hoffe auch, dass wir gut heim ankommen. Und damit euer Elias auf die Schwurzen. Und bis dann. Ciao, ciao.